Guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und willkommen zum dritten Seasonrennen hier in der FSL 2 in Spanien. Mit dabei der Ruven aka Solid Snake und der Nachtjäger aka Marcel. Wie immer eigentlich die Konstellation. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß und viel Glück. Guten Tag. Wie plötzlich die Sonne wieder da ist hier in Spanien. Wenn David stehen bleibt am Start. Beide Ferrari sind stehen geblieben. Yo! Ja, ich bin. Was hat Panzer für einen Raketenstart? Nein! Oh, ich habe keinen Flügelschaden, aber ich bin Letzter. Scheiße. Hätte aber auch mit dem Tod enden können. Der schlimmste Start, den ich je hatte. Was soll ich dazu sagen? Jeff, das hast du zu spät gesagt. Ich habe mich schon aufgeregt. Mehr Infos. Ich glaube, David, sein Teamkollege, hat einen Flügelschaden jetzt dank mir, weil er so langsam ist. Ja, ich habe David seinen Teamkollegen Flügelschaden verursacht, unfreiwilligerweise. Sorry! Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Ich häng fest. Achtung, Achtung! Okay, alles klar. Wie sagt man so schön, wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen. Und kommt stärker zurück. Oh, was ist mit dem Renault passiert? Rinner hat sich gedreht. Boost, du komm ich gut ran. Wo bist du platzierungsmäßig? Ich bin jetzt Platz. Warte. 8. Okay. Also auch zwei Plätze gut gemacht. Ja. Wir können jetzt das DRS. Und ich bin vorbei am Ziller. Sehr schön. Und an Park Sept, weil der einen Fehler in Kurve 2 gemacht hat. Davon kann man nur profitieren. Wie sieht's bei dir mehr ausrufen nach vorne? Jo, jetzt bin ich gleich im DRS-Fenster. Das sieht gut aus. Was? Das ist eine Verwarnung? Gut, ich habe die zweite. Immer gelb hier in Sektor 1. Ja, ich glaube, das ist verbuggt da.
ich war noch nicht mal richtig neben der Strecke. Anscheinend schon laut Spiel. Ja, das Spiel ist doch scheiße, was das betrifft immer noch. Oh, Bus, du greift Adler an. Side by side. Oh, Alter. Jetzt bin ich aber nah ran. So, alte Liga-Zeiten wieder aufleben lassen mit Adler. Jo, wie ich gar nicht rankomme, so gefühlt. Mein Soft geht jetzt ein. Okay, alles klar. Boah, und der Dirty Air, es ist ekelhaft zu fahren. Dann lang rechts. Alter, was war das? Ich rutsche ein bisschen nach außen wegen meinem Reifenpack. Sepp, gib mir gleich eine mit. Ich muss jetzt rein, ich halte hier gerade alles auf. Nicht alles. Aber fast alles. Teamkollege ist an der Box. Und da fährt noch jemand an die Box mit dir. Ein Haas. Boah, Adler ist auf der Wiese. Oh Gott! Ich hab grad nach hinten geguckt und hätte beinahe meinen Wagen auf der Startzielgeraden weggeschmissen. Ich bin schon mal wieder an den Punkten. Oh, wieder eine Verwarnung bekommen. Ich glaube, du keine Gefahr. Was fährst du? Soft, Medium, Soft oder was fährst du, Marcel? Soft, Medium, Medium. Ja, okay, gut, ist das Schlauste. Mit zweimal Soft komme ich nicht weit genug. Ja. Yo, ich habe so gefühlt gerade die ganze Zeit Overtake angehabt, glaube ich. Das nicht ausgemacht. Jetzt wundere ich mich, warum es leer ist. Toll. Kompletten dritten Sektor habe ich, glaube ich, Overtake benutzt. Gerade da, wo es überhaupt nichts bringt. Oh Gott. Wie schnell ist Tim jetzt? Bus, du leckt hier ein bisschen. Der hatte gerade ein Kreuz neben seinem Namen. So ein rotes. Ja moin, wie viel Gas gibt denn Tim? Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay. Alles okay mit den Reifen, sagt Jeff. Okay. In 5 Runden wird's anders aussehen. Ah, schon wieder Verwarnung. Sehr gut, da sind wieder ein paar an die Box. Catboo ist an der Box und Roter Baron. Ja, und Bus, du fightet hier mit David, mit Commander. Und dann Catboo bin ich vorbei.
Dann dich verliere ich gerade sogar. Das ist wirklich ein super Bug hier auf der Strecke. Man fährt da normal durch und kriegt eine gelbe Flagge. Bei mir ist da jedes Mal grün. Bei mir nicht. Ich bin an Kindbuch vorbei. Auf Adler hole ich auf Flo verliere ich. Sah das nicht? Das sah doch auch schon so ungefähr aus, als wir das Testrennen gemacht haben mit den McLaren. Für die FSL1. Sahst du auch schon so ungefähr, sahst du auch schon so aus? Ja, da war ich auf Dauer dann im Rennen vorne. Ich muss so schnell wie möglich hier an Busto und Commander vorbei, damit ich wieder freie Fahrt habe. Aber ich komme daran nicht vorbei. Obwohl die hier kämpfen. Auf mich auf. Oh, die haben sich berührt, leicht aber nur, und Busto ist an Commander vorbei. Oh, da waren sie ein bisschen im Gras gerade. Ja, nächste Strafe. Yo. David bremst noch ein bisschen zu früh irgendwie. Ich komme mit den langen. Ich komme hier gerade mit keiner Kurve klar. Selbst in Kurve 4 rutsche ich raus. Uiuiui! Ich wäre beinahe ihn hinten reingefahren. Oh, David hat arge Schwierigkeiten, er fällt jetzt auch an die Box. Tim ist in meinem DRS-Fenster. Ich komme mit dem Auto gerade gar nicht klar. Ich bin zumindest schon mal Sechster. Aber nach dem Boxenstopp soll ich wieder Elfter sein. Okay, Neunter jetzt. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,6. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von... Oh, Boost war 3 Sekunden. Ich hab nix. Das ist schon mal gut. Knappe Kiste. Boah, doch. Komm ich. Und jetzt muss ich mein Medium ausnutzen. Ja, jetzt musst du deine warmen Reifen ausnutzen, das stimmt. Ich glaube, ich werde gegen Rennende nicht gegen Ziller kämpfen. Dafür habe ich einfach nicht die Pace. Der vordere linke Reifen sieht auf dieser Strecke so brutal aus, wenn er gleich gewechselt wird.
So malträtiert sieht er aus. Welchen Reifen fährt Kit Bohoven? Keine Ahnung, ich glaube weiß, weiß. Ja moin, wenn mit weiß schneller ist als ich mit Medium. Ja, die auch ein schnelleres Auto. So, Box, 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 Box. Busto fährt sogar noch weiter, okay. Losfahren, losfahren. Da kommen sie jetzt alle und überholen mich. Ja, Kid Buu ist hart. Ist sogar weit vor mir rausgekommen. Ja moin, ich sollte eigentlich auf Platz 9 rauskommen. Erst bin ich jetzt Platz 10. Und knapp hinter mir ist Commander. Adler, warum biegst du die jetzt ab? Weil er frische Reifen braucht. Ja, dadurch bin ich jetzt leichte Beute für Zilla. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Und auch nicht. Oh, ich konnte Busto überholen, weil er eine Runde später, als ich reingegangen bin. Geil. Undercut hat geholfen. Obwohl ich keinen Undercut gegen ihn machen wollte, aber egal. Hauptsache ich bin vor ihm. Hauptsache ein Platz besser. Auf welchem Platz seid ihr? 8. Oh, Kid Buu kommt gar nicht mit seinen harten Reifen klar. Und Zilla kommt nicht vorbei an mir. Ich baue die ganze Zeit den Vorsprung gerade so weit wie nur raus. Flo, wie viel? Kannst du kurz abfragen, wie viel Rückstand du auf mich hast? Status Teamkollege. 5 Sekunden. Okay, ich scheiß jetzt auf mein Ergebnis. Ich sorge dafür, dass du so weit wie möglich nach vorne kommst.
Ich spiele Bremsblock. Gelbe Flagge. Ich glaube, das gefällt denen gar nicht hinter dir. Das ist mir so scheißegal. Es geht mir jetzt ums Teamergebnis. Boah, du machst jetzt aber auch langsam. Holy shit. Das war jetzt gerade unabsichtlich, ehrlich gesagt. Aber ich bin wieder weit genug weg, dass Ziller nicht angreifen kann. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Ich bin jetzt einfach mal nur 2 Sekunden hinter Moleo TV. Und ich glaube, das war gerade noch mehr. Ich habe leider Gottes Kid Boo im Schlepptau. Das ist mir egal. Du musst einfach nur hier am Feld vorbei. Alter! Und ich spiele den Bremsblock. Sobald du an mir später vorbei bist, rüberziehen. Sobald du an mir vorbei bist, halte ich einfach so lange es geht auf. Ja, Jeff sagt auch schon, ich soll die Lücke schließen. Mein Reifen sagt, ich kann das nicht mehr lange. Ich bin gleich im DRS-Fenster drinne von Moleo. Ich muss jetzt überholen aktivieren gegen Ziller, das könnte ein bisschen was bringen für die. Aber ich bleib wieder vor. Oh Gott, Kid Poo greift an! Aber zieht nochmal zurück. Ziller hat auch zurückgezogen. Wie nah bist du dran? Müsste ein DRS-Fenster sein von Moleo. Okay. Ja, bin ich. Ich hab DRS. Yo, Kid Boo kommt angeflogen. Hast du ihn abgewehrt? Ja. Alter, war das knapp. Meine Reifen sind bei 68%, du musst dich beeilen. Ich bin noch am DRS-Fenster dran von Moleo. Ja, ich meine jetzt nur, geh vorbei so schnell du kannst. Wie viel Benzin überschoss hast denn du? 0,07. Scheiße. Hi, Twitch. Oh, ich hätte beinahe Moleo hinten berührt. Tim fährt an die Box. Also ich kleb am Hintern von Moleo. Tim spielt für dich keine Rolle. Es geht nur um Ziller und Moleo.
Kid Buu setzt mich ganz schön unter Druck hier. Mich setzt Zilla auch unter Druck. Kann ich mit 74% noch zwei Runden fahren? Ja. Moleo! Lass mich vorbei! Ja! Hab mich vorbeigedrängelt! Okay. Zwei Runden kann ich dir jetzt, also die nächste kann ich dir jetzt noch Bremsblock spielen. Vielleicht sogar noch die übernächste. Bist du im DS? Ich bin drinne, ja. Okay. Ich tue, was ich kann für dich. Okay, die neue Strategie ist jetzt oben. Bist du durch? Noch nicht. Jetzt! Okay, Startziel, gehst du an mir vorbei. Jetzt mit der S, komm, geh vorbei, ich gebe dir eine Runde Deckung. Hast du wohin gedrückt? Ja. Ich bin innen, ich bremse früher. Okay. Die Runde muss ich rein. Ich kann dir nur diese Deckung geben. Ja, ich komme diese Runde, Jeff. Die drängeln hinter mir. Oh, ich hab so Herzrasen, ne? Das glaubst du gar nicht. Ja, gib einfach Gas. Ich hab so Puls, das geht jetzt langsam wieder zurück. Ich versuche noch eine zu machen. Nicht, dass dir der Reifen um die Ohren fliegt. Ist mir egal. Es geht um dein Ergebnis jetzt. Mein Ergebnis ist jetzt scheißegal. Oh, Safety Car! Scheiß! Ja, ich war schon vorbei. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Aber ich müsste vor Tim kommen. Siehst du, wärst du lieber doch reingegangen. Ja, ich war aber schon vorbei an der Box. Egal, alles ist gut. Die dürfen mich jetzt eh nicht überholen. Also von dem her, und du bleibst auch vorne. Und noch ist der Fünde nicht dran am Safety Car. Ich glaube, selbst wenn mir der Reifen jetzt um Ohren fliegen sollte, dürften die nicht vorbeigehen, ne? Eigentlich nicht, ne? Ja, du hast... Nee, ich glaube, das ist dann anders, wegen beschädigtem Auto. Die Situation hatte ich noch nie. Safety Car und Reifenplatzer. Ich auch nicht. Auf Tim habe ich 20 Sekunden, das dürfte reichen. Ich kann sogar gleich auf Zilla angreifen dadurch. Aber ich glaube, die müssen dich jetzt neuerdings wieder vorbeilassen, denn bei der Formel 2 Liga hatte ich mich während der Safety Car Phase gedreht, hat mich jemand überholt und der musste mich dann wieder vorbeilassen. Inwiefern musste ich wieder vorbeilassen?
Er musste meinen Platz wieder zurückgeben während der Safety Car Phase. Da stand da irgendwas, dass ich ihn wieder zurück überholen soll. Das war Anweisung vom Spiel. Ziller geht mit rein. Der wird sich bestimmt neue Medium holen. Macht er auch. Fahrer vor mir. Ich werde hinter dir rauskommen. Ich spiele für dich wieder den Bremsblock. 3-1er-Stop. Scheiße, war das schlecht. Der Alpha hat sich auch neue Medium geholt. Tim kommt vor mich. Aber ich kann ihn gleich wieder angreifen. Zilla hat sich Soft geholt. Damit kann er doch nicht durchfahren. Ist der wahnsinnig. Fahrer hinter mir. Was für vorne? Natürlich kannst du das so machen. Überleg mal, wie lange das Safety Car noch dauert, bis man dran ist. Aber die Reifen kriegen trotzdem Abnutzung. Ja, aber wenn du ein reifenschonender Fahrer bist, schaffst du das. Und das auch mit konstanter Speed. Ich glaube, die Reifen werden aber bei ihm zu abgenutzt sein am Ende. Ja, das definitiv. Weil es sind noch 9 Runden, das Safety Car wird reingehen, das ist noch ungefähr 8. Fahrer hinter mir. Guck mal, wo wir sind. Ja, ich denke mal, 7 Runden werden es dann noch sein, wobei das geht. Ja. Warum? Das war gar nicht doof, was er gemacht hat. Und er hat die schnellsten Reifen von euch jetzt. Ja, ich wehre ihn ab für Flo, hoffe ich. Also ich weiß, wie ich mich verteidigen muss. Ich habe das in den letzten paar Runden gelernt. Also der einzigste, der vor mir ist mit frischen Reifen, ist der Alfa Romeo Fahrer. Pazept ja. Hat auch noch alte harte. Flo, ist jetzt alles auf dich jetzt. Gleich. Ja. Oder eventuell bin ich schneller, dann lässt du mich fahren. Ich muss auf Tim aufpassen. Ja, ich weiß, an dem muss ich erstmal vorbei. Der ist in Lauerstellung. Das ist kein schlechter Fahrer. So schnell wie möglich vorbeizukommen. Weil wenn ich Tim zwischen mich und Zilla bringe, habe ich einen Vorteil. Ja. Hast du jemanden, der ihn blockieren kann? Der ihn ein bisschen aufhält. Und ich kann das Benzin hochstellen. Ja. Weil ich habe noch massig übrig. Ich habe noch über 2 Runden. Was? Ich habe nicht viel verbraucht. Ja gut, du hast ja auch nur so viel gegeben, dass du die hinter dir halten kannst. Ja. Ich habe gerade genug gegeben, damit keiner vorbeigeht. Hast deinen Job ziemlich gut gemacht. Ich habe zwar jetzt den angefahrenen Medium aus dem Qualifying, aber das ist mir egal. Der ist frisch genug. Ja. Reicht trotzdem. Die anderen, die Medium geholt haben, haben bestimmt genau das gleiche. 8 Runden noch. Oh nein, Pazept führt wieder an. Genauso wie in Zandvoort. Ja und? Weißt, was da passiert ist? Ja, aber das ist ja, das hat ja nichts mit Pazept zu tun. Wenn der komplette zerstörte Ferrari hier weiterfährt? Vorbei an Tim. Sehr schön. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff.
Wow, fast das Auto verloren. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Alter! Hier ist der Michael Schumacher Gedächtnis-Ferrari. Twitch fährt ihn mit drei Reifen rum. Ich feiere den Spruch. Ja, der fährt wirklich mit drei Reifen nur rum. Ja, moin. Cooler Bug. Ja, Moment, wenn Flo auf hart schneller ist, setze ich auf Medium. Und die sind abgenutzt. Ja, aber kriegt euch weiter. Das wird kein langer Kampf, kann ich dir schon sagen. Das gefällt mir. Nein, der Alpha ist vorbei. Ja, das ist, ich hab geahnt, dass das kein langer Kampf wird. Da ist ein Ferrari weg. Das kann ja dann nur David gewesen sein. Oh, das war der mit drei Reifen. Nein, der hat den X drüber. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Das war David. Holst du auf Pakzept? Ich bin im DS-Fenster drinne. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,20,1. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Der Wagen hat eine Zeit. Er hat 3 Sekunden. 3,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet. Ich hab nix. Bin Zweiter. Schönes Ding. Gelbe Flagge. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Ich versuche mein Bestes, ihn auch zu bekommen. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 19,5. Zurück. Schade, keine Zeitstrafen vorne. Fahr hinter mir. Auch Kitbo kommt gerade mit Soft nicht vorbei. Das
Soll ich jetzt mal versuchen, langsamer zu machen? Ja, versuch mich mal ins DRS-Fenster von Parkzept reinzubringen. Aber riskier nicht, dass du den Platz verlierst, also nicht so viel. Ja, 3 Sekunden. Was soll man da riskieren? Oh, ups, das war zu viel gebremst. Scheiße, das gibt eine Strafe für mich. Geil, Teamergebnis. Das war ich nicht! Nein, das warst du nicht. Ich glaube, das war sein Flügelschaden. Der war doch nur leicht. Irgendwie. Gib Gas, aber halt mich im DRS-Fenster. Zieh mich mit. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Warte mal, du hast keine Strafen, ne? Nein. Tim hat Strafen. Eventuell kannst du mich fahren lassen, weil ich habe 6 Sekunden. Die werde ich in den 2 Runden nicht rausfahren. Und du brauchst dir ja wegen Tim keine Sorgen machen bei der A3. Fahr vorbei. Danke. Weil ich muss Tim aus dem 3-Sekunden-Fenster gegen mich rausbekommen. Dafür fehlen 2 Zehntel. Ich hab ihn raus gegen mich. Sehr schön. Ich wüsste nur gerne, ob Kit Bush Strafen hat. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 6,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit. Ja, das könnte jetzt der entscheidende Faktor sein im Kampf um Platz 3 für mich. Ja. 2 und 3 wäre schon ein nices Ergebnis. Oh ja, das stimmt. Ich schalte jetzt einfach alles hoch für diese letzte Runde, ne? Ja, mach das. Mach ich auch immer. Weil dann brauchst du, wegen mir brauchst du dir eh keine Sorgen zu machen. Du hast 6 Sekunden Spielraum. Ja. Ich hätte sogar 6 Sekunden rausgefahren jetzt schon gegen Kit Buu. Ich habe 6 Sekunden rausgefahren gegen Kit Buu. Das ist Platz 3. Ja, Mann! Wow! Platz 2 und 3. Startdreher und ja! Auf dem zweiten Platz vorgekämpft.
Alpha Tauri 2-3 auf dem Podium! Wow! Und Rufe 90 echt Platz 9, Alter. Yes, Mann! Alter, geil! Das war Teamwork am Ende. Das war Teamwork. Oh ja, definitiv. Eigentlich war es schon Teamwork, als ich dich an, ja, als du dir das Feld da aufgehalten hast, beziehungsweise ein bisschen langsamer gemacht hast und zusammengeschoben hast. Ehrlich gesagt, ich habe mich immer langsamer gemacht. Wer steckt denn in diesem Reifen einfach zu dem Zeitpunkt nicht drin? Lol, geht's jetzt immer weiter, oder? Paxcept ist noch nicht Twitch. Paxcept kann noch fahren, okay. Twitch. Bei mir hat er alles normal. Bei mir auch. Ich schick euch ein Bild. Nee, lol! Ich hab grad gesehen, vorne rechts fehlt der Reifen bei dem. Ja. Aber auch nur kurz hab ich das gesehen. Rote Baron ist Fahrer des Tages. Michael Schumacher Gedächtniswagen. Bei mir war der Reifen nochmal dran. Bei mir nicht. Ah, Alter. Ist das schön. So schön, diese zwei Alpha Tauris da oben. Ja. Definitiv. Vorausgesetzt, du kriegst keine Strafe wegen Paxcept. Ich glaube, das wird nur ein Strafpunkt sein. Keine Sekundenstrafe. Okay. Gut, Leute, mit diesem Ergebnis kann man doch gerne hier das Video beenden. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!